herzlich willkommen mal wieder zu einem wunderschönen... Wir machen etwas und dann kämpfen wir wieder mit dem wunderschönen Timo. Moin. Wir werden heute etwas machen, was Timo und Flobert schon mal gemacht haben. Und zwar werden wir 200 Euro jeweils besitzen. Also nicht wirklich, aber ne, ihr wisst schon. Wir sind reich. Wir sind reich. Und müssen damit ein Team bauen. Ihr seht unten die Kategorien eingeblendet, was wie viel kostet. Davon müssen wir uns einen hübschen, sexy Sechser-Squad bauen. Und dann battlen wir damit. Und wir haben beide jeweils genau diese Monster zur Verfügung. Mal schauen, was wir bauen werden. So, dann fange ich auch mal an, meine Pokémon zu kaufen. Ich fange als erstes im 60-Euro-Tier an. Dort haben wir Branawatz. Auf den habe ich Bock. Der kann offensiv ordentlich reinböllern. Dann hole ich mir für 40 Euro Carapaz und Elfhuhn. Auch die beiden können offensiv gesehen sehr gut böllern. Und ihr seht vielleicht schon, in welche Richtung das geht. Für 20 Euro hole ich mir Maracamba und Cleopatra. Jetzt habe ich halt gut Regen- und Sonne-Support. Und weil ich 10 Euro übrig haben will, um mir zwei Döner zu holen, hole ich mir natürlich auch noch Linfu im 10-Euro-Tier. Denn der kann tatsächlich ziemlich coolen Stuff. So, dann, wir haben ein bisschen Geld, was wir ausgeben wollen. Und ich habe einen kleinen, aber feinen Plan. Ich dachte mir, wir fangen mit etwas Schnellem an. Und zwar was relativ Billigem. Für einen geilen 40er dachte ich mir Aerobterix rein da, schnell, stark. Und solange man nicht die Fähigkeit triggert, böllert der auch noch recht gut. Damit haben wir ein schnelles Mon und Momentum. Passend dazu dementsprechend habe ich mir dann auch noch Barschuft geholt. Genau dasselbe, nur dass der ebenfalls Momentum bringt ebenfalls Momentum mit und eine nice Prio-Attacke, die ich sehr, sehr nice finde. Also so mit Aquajet um sich zu hauen, hört sich sehr nice an. Dann dachte ich mir, wir machen einfach diesen Dreier-offensiven Core voll und hauen uns noch tatsächlich für einen geilen 20er im Molga tatsächlich noch rein. Beide eine Elektroschwäche im Molga, hat eine wundervolle Immunität dagegen und dementsprechend haben wir dann drei sehr schnelle Mons schon mal da. Somit möchte ich mir noch etwas holen, was so ein bisschen was für den sloweren Speed macht. Und da dachte ich, im 10er-Tier hört sich Laternecto mit Trick Room unfassbar schmackofatz an, denn wir können dann quasi mit dem Liden und dem Focus Gurt Trick Room drücken und hätten dann noch für einen geilen 60er Cavalanzas in der Back. Und Cavalanzas böllert dann alles noch zur Not um, insofern wir den richtigen Move drücken. Also da ist eine tolle Synergie vorhanden. Und zum Schluss dachte ich mir, ich möchte nochmal etwas haben, womit ich nochmal ein bisschen Speed Control reinbringe. Und das ist Maracamba. Maracamba hat dann nämlich nochmal vielleicht die Möglichkeit, so ein bisschen mit Sonnentag-Sets was zu machen. Oder auch als Spikes-Option, als H2O-Absorber-Mon, auch gegen andere Barschufts, ist das Ding sicherlich nicht verkehrt. Somit bleiben 10 Euro für zwei geile Döner übrig. Perfekt. Hallo Freunde, wir sind im Kampf. Wir haben unsere Mons ausgesucht. Du hast... Junge, wir haben nur Maracamba gleich. Ja. Dacht mir, Maracamba ist cool. Auf den hat ich irgendwie Bock. Ohne Witz, ich habe ein richtig wildes Team. Ich sag's dir, kann richtig scheiße sein, kann aber auch richtig gut sein. Es wird witzig. Das kann ich mir tatsächlich gut vorstellen, dass das richtig kacke sein kann und richtig gut sein kann. Ich habe auch nur 190 Euro ausgegeben, okay? Ich habe noch 10 Euro. Ich habe auch nur 190 Euro. So wie Flo mal sagt, davon holt er sich zwei Döner und dann passt es. Ja, ja. Machen wir. Mit 10 Euro kann er sich zwei Döner kaufen. Was für kleine Döner kauft er sich denn? Junge, ich habe damals, ne, das war geistkrank, als ich noch in Essen gewohnt habe, hat ein Dönerladen aufgemacht, der hatte so eine Neueröffnung und der hatte einen Monat lang zur Neueröffnung so ein halbes Fladenbrot, wirklich ein halbes, also so ein richtiges Fladenbrot für 2,50 Euro. Geil, ein Titan-Döner, so hieß der bei uns immer. Es gab den Mammut-Döner, das war eins größer als das normale, der war dann kam der geil. Titan. Guck mal, der war wirklich ein halbes Zehner. Geiles. Die geilen Zehner, sage ich da nur. Die geilen Zehner. Da dachte ich mir, mega geil. Das habe ich dick ja, abgefeiert. Nee, feier ich. Ey, sag mal jetzt nicht, du gehst wieder für Trick Room. Nein. Warum sollte ich das denn machen? Dann gehst du für Trick Room, oder? Nein, niemals im Leben würde ich sowas spielen. Ihr könnt doch nicht einfach immer irgendwelche Pokémon nehmen und dann Trick Room drücken. Der Laternecto habe ich aus dem. Deshalb ist der Weiherwilder und. Crazy. Ihr seid doch halt crazy. I am crazy. Ja, na gut, ich habe mein Team nicht aufgeschrieben. Das ist doof. Du kannst es dir aber tatsächlich, in dem du weiß, Plus drückst, angucken. Spurball. Du hast Regen dabei, da bin ich jetzt auch kein großer Fan. Aua! Das tankt da. Der Spideth Drop ist actually Knacko. Nee, ist Erdwende. Hab ich Flammkörper? Ich habe keine Ahnung. Flammkörper! Schade. Na, okay, offensichtlich ist... nicht. So, das heißt, ach, der Regen ist jetzt draußen. Ist der okay. Regen ist am Stirsel. Okay, sag mir mal bitte noch mal ganz kurz, was du alles hattest.
Ich habe ein Laternecto, Moment. Maracamba, Barschuft, Aeropteryx, Emolga und Cavalanzas. Maracamba, Barschuft, Emolga, Cavalanzas. So coole Mons, ja, safe. Ja, ich habe extra, okay. Also ich habe mir nicht mal, ich habe versucht, möglichst so Mons auch zu nehmen, die man eigentlich sehr selten in Schwert und Schild und Co. sieht. Weil ich mir dachte, das ist eigentlich auch sehr cool. Ja, ob es funktioniert hat oder nicht, weiß man jetzt nicht. Aber jo. Das ist eine andere Geschichte. Ja, cool. Tank den jetzt bitte. Energieball. Böller den um. Kein Sturdy. Perfekt. Ja, schade. Ich habe kein Sturdy und kein Vierfach Ding. Vierfach-Schwäche. Ja, ich dachte vielleicht Caracosta, der ist so ein Macher. Ja, weißt du, alle meine Pokémon sind halt jetzt kacke gegen den. Warum spielt ihr immer auf allen so eine Scheiße, Alter? Ey, ich habe überlegt, ob ich den Zahnraum nehmen soll oder nicht. Dann packe ich da Trick Room drauf und dann, ihr seid doch alle verrückt. Und dann dachte ich mir so, ah, Timo wird sich sowieso wieder drüber aufregen. Ich bin so sauer. Aber es ist okay für mich. So, jetzt aber, Alter, Laternecto, mein Boy, der reißt das ich Ding. Ich bin so sauer. Yo, das war guter Damage. Das war wirklich guter Damage. Sehr erstaunt. Aber der Titel. Oh, ja, okay, das sehe ich, dass das ein bisschen doof ist. Ja. Urologe Wasser ist nicht ganz so geil, nice. Schade. Aber der geile Zehner hat mehr ja, als genug gemacht. Ja, der hat viel zu viel gemacht, Alter. Ich bin so sauer. Da bin ich ja. sehr zufrieden mit. Aber der Trick Room soll, glaube ich, fast weg sein. Geiler 60er. Der geile 60er. Alter, ja, teuer. Ja, ja. Echt teuer. Sehr das, teuer. Das stimmt tatsächlich. Aber ich dachte mir, ich habe den echt lange nicht mehr gesehen. Ja. Und deshalb ist man da einfach in die Masse reingegangen und dachte sich, einfach rein. Renn, 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 renn. Renn, 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 renn. Rain, rain, rain. Okay. Goody. Haben wir beide Pokémon besiegt? Du wechselst. Mhm. Mien, puh. Ein geiler Zehner. Der sollte doch auch richtig viel. Aha! Belebekraft also. Na, Klärchen, Wunderbärchen. Komm, macht der nix, das. Alter. Pff. Das macht wirklich nix. Der bin hat den überrascht, dafür, dass das Lebenmob war. Ja. Hat er den leider wirklich gefoodet, muss ein ich ein Macher, wie er im Buche steht. Und jetzt ist die verdrehte Dimension leider wieder normal. Schade. So's. Mobihieb, als ob du Mobihieb noch spielst. Mobihieb, Regentanz, Kehrtwende. Na, dann hast du wahrscheinlich keinen Abschlag am Start. Nee, brauche ich auch nicht. Als ob du auch noch ein weiteres Wetter spielst. Bist das, du ist mich verarschen? Das ist auch nicht mein einziger Wettersetzer. Na gut. Aber das sage ich am mildes Team. Das kann entweder richtig das, gut sein oder ja, kacke. Das, wenn ich jetzt, ja, so. Das könnte ein bisschen knibbelig jetzt werden. Aber immerhin hat er ein Evolit, das heißt, die Sonne ist jetzt wenigstens nicht aller Ewigkeiten lang draußen. Aber das könnte jetzt ein bisschen schwierig werden, würde ich sagen. Moidi! Maraktus. Weißt du, welchen Move der hat? Solarstrahl. Das ist auch korrekt. Das dachte ich mir. Boah, das ist actually jetzt wirklich ein Ticken nervig, muss ich gestehen. Weil ich jetzt gar nicht so genau weiß, wie ich am besten gegen den Spiel. Das weiß ich auch nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie ich dann jetzt reinwerfen soll. Ist halt so eine 50-50. Weiß ich gar nicht, ob das jetzt also eine 50-50 ist, weil ich sehe jetzt nicht, ja, warum ich einfach Doppelpunkt Meteorologe drücken soll. Das gibt ja wirklich gar keinen Grund dafür. Ich weiß halt nicht. Ich probiere es jetzt. Okay. Weil ich glaube, der sieht eh im Allgemeinen gegen der Rest, also gegen Wetter sieht der halt echt nicht so geil aus, mein geiler 40er. Ich weiß jetzt nicht, wie viel. Lol. Das ist nicht Meteorologe. Nee, ist nicht Meteorologe. Nee, ist wirklich nicht Meteorologe. Tatsache? Tatsache? Ist das nicht Meteorologe? Schaffler ist aber, denke ich, gar okay, nicht. Weil mein Sashmon ist. Ja, ist naja. Okay, bin ich ehrlich. Ich dachte, du gehst in was anderes. Und das Ich dachte mir so. Man bickelt sich hier in eine andere Richtung. Aber eigentlich war das ganz gut. Aeropteryx echt cool. Mhm. Sah allgemein so geil aus. Ich wollte ihn auch eigentlich irgendwann mal auch draften und ich bin aber nicht dazugekommen. Ist der Wahnsinn. Seismitoad. Oh, das könnte jetzt actually sehr wehtun. Weiß ich nicht. Sein Gönnerart. Miss. Sehr schön. Ja, gar das. Nichts, Junge. Ja. Hä? 50%? Ich wollte gerade sagen, es war mal ein Crit. Ich glaube, ohne hätte der nicht 50% ich grad, gemacht. Ich sag, das hätte auch noch nee, eine Max-Roll hätte der nicht. Können. Hätte der nicht. Das ist jetzt natürlich unangenehm. Da darf ich deine Max, oder? Das sonst war ein wilder, schriller Ton, den ich jetzt da gerade rausbekommen also, habe. Also ich muss hier deine Max jetzt. Ist ja fair dann. Das wäre der Play, ja? Aber machst du Gott sei Dank nicht. Nee, ich wäre kein Arsch. Das aber ich sag, gerade ist unangenehm. Ja, das ist sehr. Mich wundert, dass du den nicht noch irgendwie behalten hast, bin ich ja, okay, ehrlich. Aber ich wollte die anderen halt behalten jetzt. So. Weißt ja, ich dachte mir, ich spiele jetzt um die Sonne rum, aber irgendwie war das jetzt alles ein bisschen doof jetzt.
Weil ich dachte, das wäre so deine Wincon. Und jetzt bin ich gespannt, was deine Wincon ist. Ich habe noch ehrlich. Andere Wincons, lad mir. Hast du das? Kann der Meteorologe? Der kann alles, was du dir nur vorstellen kannst. Da bin ich mir sehr sicher, dass er das nicht kann, weil dann hätte er auch bessere Werte. Der kann keine Meteorologe. Das ist aber jetzt eine ganz interessante Geschichte, du. Dass der das nicht kann. Da muss ich den ja gar nicht anchippen lassen, weil dagegen habe ich ja dann. Ah, ich dachte, du gehst nicht in den. Ich dachte, das ist so obvious. Hey, ja, einfach was anderes nehmen. Ja, aber kann. Was? Hä? Ja, ich habe ja noch andere offensive Moves. Ja, du hast. Hä? Nee, also jetzt nicht wirklich die krassesten gegen den. Na, ich sag. Nee, kann ich nicht sagen. Aber ist jetzt natürlich trotzdem eine doofe Situation. Ja, du hast halt Orkan, weil du auch Regen spielst, aber. Den musst du halt erstmal gar nicht. In der Sonne. Hast du nicht? Oh, ich dachte so, du dachtest dir so, ui, Orkan mit. Wäre ganz cool, Elfen. Ja, jetzt musst du drüber nachdenken, wäre nice. Ja, wäre cool gewesen. Aber du dachtest dir so, nee, ich bin Timo, ich mag das nicht. Das gefällt mir nicht. So, kommt hätte ich einfach Megahorn gedrückt, wäre weg gewesen. Ja, hast du aber nicht. Ja, hättest du endlich mal gemisst. Habe ich leider wirklich nicht. Ja, hätte ich Angst gehabt zu missen. Das ist richtig. Das war ein Crit. Ja, der killt aber auch einfach so. Hä, es ist Kavalanzis, der hat 135. Ja, aber du weißt ja mein Investment und so. Leben Orb Adamant. Und so. Ja, okay, ich glaube, es ist GG. Ich glaube, Leipards Werte sind ziemlich kacke. Mann, ich dachte, es wird so richtig cool und dann den Doppelflug. Ich dachte auch, es wird cool. Na, es war leider nicht ganz so cool. Dann kamen viele Momente im Leben, wo ich mir dachte, huiuiui. Wir leben in einer Gesellschaft. Wir leben in einer Gesellschaft. Also den hätte ich halt einfach drücken können, weißt du? Ja, ich glaube, den lebe ich sogar noch. Nein. Doch. Sag ich doch. Ja, ich war Specs mit Maractus und Whimsicott, deswegen war es gar nicht so angenehm okay. Da viel. Deswegen bin ich auch für Spikes gegangen, weil ich dachte, okay, machst du irgendwie sowas anderes. Nein, der geile so. 60er ist down. Oder was hast denn du jetzt noch? Ah, du hast noch Maractus. Maybe. Maractus? Mach spannend. Bring irgendwas rein, der mir jetzt ein wildes Battle liefert. Okay, ich weiß, wer dir ein wildes Battle tatsächlich liefert. Maractus! Der noch ein 20er. Okay, Ding ist jetzt halt, ich habe kein Meteor. Guck mal, sie tanzen, Junge. Ein süßer Pärchentanz. Da sehe ich kein Dings mehr. Ne? Aber ist okay, weißt du, ist okay. Wir sind noch drin. Wir sind noch drin, das ist richtig. Wir sind noch drin. Gigasauger. Gut, okay. Wie macht das? Okay, ui, Junge. Das war ganz schön viel. Also ich sag mal so, guck mal hier. Du besiegst dich ja jetzt nicht, ne? Weiß ich nicht, schauen wir mal. Ach, du hast auch Meteorologen. Ja. Ich dachte mir so nee, zum Schluss ein bisschen Wetter mit. War ja nix, Junge, war immer Jägersauger mehr gemacht. Jetzt brauche ich eine gute Roll. Ich habe jetzt eine Interessensfrage auch. Ja. Gucken wir mal, wer ich lebe, wer schneller ist. Aber du bist die ganze Zeit schneller, das heißt, es ist kein Speedtime. Es ist kein Speedtime, aber es ist okay. Wie Speed hast du? Ich, warte, sagst du? Hä, warte, du holst mir die Sonne raus? Ich hab doch auch Chlorophyll. Ja, aber du bist ja gelockt, hast du gesagt. Also, was hast du noch für Mons? Ich habe noch ein paar Mons. Barschuft und Archeops ist in Ordnung, wer noch? Und Imolga. Ach, Imolga, Junge, geh mir weg damit. Spring den da als letztes rein, sei cool. Damit er sich wieder voll hält, weiß ich noch nicht. Ja! Weiß ich noch nicht, ob guck, mir das gefällt. Du kannst jetzt Archeops reinholen. Und einfach für Doppelflüge gehen und du hast gewonnen. Mach's spannend. Okay. Du hast ich gewonnen. Ich mach das jetzt ja. In der Annahme, dass ich diesen Kampf schon gewonnen habe. Ja. Guck mal, wenn ich den jetzt verliere, dann schlag nein, ich kann, dich. Kann gar nicht passieren. Guck mal, das killt ja jetzt nicht. Ja, aber ich komme ja in Schwächling. Ja, aber Doppelflüge killt ja trotzdem. Das Smaragdus, Alter, das ist doch kein Panzer. Ja, bin ich mir nicht sicher. Ist auch und, nur ein Rob-T-Rex. Aha! Ja, aber guck mal, Imolga gewinnt ja jetzt. Ja, das ist korrekt. Jetzt holst du noch Barschuft. Nee, weil dann verliere ich das, glaube ich, auf jeden Fall. Nein, aber Downy, komm. Ich weiß gar nicht, was meine Imolga noch kann. Hast du erst Dash auf Imolga? Weiß ich jetzt nämlich nicht, das finden wir jetzt heraus. Da bin ich mir nämlich gerade sehr unsicher. So, Imolga. Was hast du so? Ah, okay. Ladestrahl. Ladestrahl. Sei ehrlich, hat er? Nee, hat er nicht. Wäre cool gewesen. Der war einfach nur dafür da, falls ihr denkst, Voltulos I oder Tornadus und so. Du denkst, Maractus, Junge, der ist ein Macher. Oh. Hui! Oh, Alter, das ist aber ein Screenshot. Er slash miss. Besser ist. Junge, aber das Maractus ist ein geiler, der Damage war also schon voll, ne? Was warst du für ein Maractus? Also, was Specs, modest 106 Special Attack,
So, ist schon krass. Dann warst du nämlich Max Speed, weil ich habe nur 228 investiert. Ich bin... Okay, sorry, Bro. Aber ja, ich war Max Speed tatsächlich. Ja, GG. Das war dieser Kampf, GG auf jeden Fall. Bei Timo gab es natürlich auch eine Folge. Wir haben was anderes gemacht, weil wir machen hier noch Geld und die machen Geld. Ihr kennt Geld. Die Welt, also lass doch mal Geld da. Genau, lasst ein bisschen Geld da, lasst bei Timo ein bisschen Geld da, lasst auch bei anderen YouTubern, die was mit uns zumindest zu tun haben, Geld da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Tschaußen.